Maria! Und Georg, ist schon wieder so weit, oder wer? Ja, Maria, muss ich hören, ich muss ein wenig zuhören. Und jetzt brauchen wir es wieder. Ja, nachher müssen wir aber schauen, dass wir weiter. Was hast du denn da gefunden? Ein Vierkleid gerade davor. Weißt du, muss man mitnehmen. Ja, nachher nehmen wir das Glück mit euch. Werden wir. Gehen wir. Auf geht's. Jetzt muss ich eine Pause machen. Gott sei Dank kann ich mich jetzt ein bisschen erholen, weil jetzt kommt ja das Flache. Grüß euch. Heint sind wir im Rahmen von Musikherren und in Mieming zugehören auf der Mariabergalm. Bei mir steht Benedikt van Staar, seines Zeichens Almobmann der Mariabergalm. Benni, danke, dass wir da herum sein dürfen. Kannst du uns ein bisschen was über die Mariabergalm erzählen? Zuerst einmal vielen Dank, dass ihr da bei uns auf der Mariabergalm eingekehrt seid. Die Mariabergalm hat 82 Mitglieder. Die Mitglieder, wo ich also als Obmann gewählt worden bin für die vierte Periode. Die Mitglieder teilen sich auf die verschiedenen Weiler auf. Anfangen tut es in Ostland, haben die Bauern das Mitgliedschaftsrecht. Nachher kommt also Gschwend von Hausen, Barwies, sehr, teilweise sehr Dobland sein. Und somit stellen sich die 80 Mitglieder oder die gut 80 Mitglieder zusammen. Von den 80 sind leider 6 oder 7 Auftreiber. Alle anderen haben die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten leider aufgegeben und sind einen anderen Berufsweg nachgegangen. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass sie also das Almrecht behalten haben, die meisten, und somit auch ihre Dienste durch die Schichten weiterhin bei der Albe da leisten. Und ich glaube, sie sind auch gern da, in Staaten sie sind. Und wenn du jetzt sagst, es sind jetzt nicht mehr so viele Auftreiber, wie viel Stück Viech habt ihr denn nachher heroben so im Schnitt? Das Viech ist im Verhältnis über die Jahrzehnte nicht viel weniger geworden. Weil es sind natürlich auch die Heimbetriebe unten zusammengebracht geworden, von denen, die es gelassen haben und die weitergemacht haben. Wir haben heuer 220 Stück Goldvieh da und ungefähr 180 Schaf. Also mehrer, wir sind jetzt auf der oberen Grenze, wir haben aber auch in einen oder anderen fremden Auftreiber zusätzlich aufgenommen, dass wir also die Albe da weiterhin gut bewirtschaften können und dass sie auch gefressen wird. Und wenn es so ein Haufen Viech da ist, dann braucht es wahrscheinlich auch einen guten Hirt, der sich darum kümmert, oder? Wir haben einen guten Hirt und da möchte ich mich an der Stelle gleich beim David Jäger bedanken, der es das jetzt schon im dritten Sommer macht. Er macht das hervorragend, ein guter Viechkenner. Da darf ich auf dem Weg dir auch noch einmal recht herzlich danken, dass du das so perfekt machst. Jetzt sind wir ja heute da im Rahmen von Musikherren und in Mieming zugehören. Das Motto heute sind die Almen, die einen Mieming-Bezug haben. Wir gehören ja gern zu auf der Albe. Was erwartet uns denn, wenn man auf der Mariabergalbe zugehört? Ja, es wisst ihr also, der Mariabergalbe, die Gastwirtschaft, was wir jetzt hier sehen, ist verpachtet an die Familie Sorapera, Christian Sorapera. Der macht das jetzt schon einige Jahre da. Ich glaube, die Christlichkeiten und das Einkehren sehen wir von den Radlfahrer und die Wanderer. Und auch wir als Besitzer oder Mitglieder der Alm kehren gern da bei ihm zu. Das Essen ist nett, die Runden sind auch nett mit den Diskussionen.
Und somit, glaube ich, kann ich jedem empfehlen, hierher zu kommen. Und wenn man auf der Terrasse sitzt, wo wir jetzt gerade stehen, da Maria, und Richtung Simmering umschauen und hoch jetzt, kann es eigentlich jetzt viel schöner sein. Und Musikherren, nimm mir mal an, der ein oder andere spielt da einmal ein Standlau, oder? Das ist immer so, wenn die Musikanten zufällig, weil es gibt ja wenige Musikanten, die ihr Instrument eigentlich gibt mit haben. Und wenn gerade einer da ist, ist mir schon öfter passiert, dass einer rausgepackt hat und dass es ganz eine gesellige Runde geworden ist. Wenn wir jetzt hier zu eng herkommen wollen, wie tun wir denn da am besten? Ja, also am besten ist noch ob stark rechts abbiegen Richtung Arztkasten. Und von Arztkasten ist dann schon Marienberg-Olm angeschrieben. Das geht ungefähr 5 Kilometer Aue dort zu uns. Wir liegen ja auf 1623 Meter. Und das ist für jeden Wanderer und Radlfahrer gerade so eine richtige kleine Tour. Und wenn man jetzt hier bei dem schönen Kappele schaut, wo geht es nachher da noch weiter? Da geht es also weiter aufs Marienberg-Joch, wo es mir da oben sieht. Und nachher kommt man oben auf Biberbier, direkt neben die Bundesstraße sozusagen und zum Weißensee. Und da kann sich jeder entscheiden, über den Fernpass wieder Richtung Mirming oder auf Imst, über das Gugeltal oder Richtung Füssenreute. Benni, vielen, vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Danke nochmal, dass wir da sein dürfen. Und Musik hören und in Mirming zukehren. Wir haben ja ein paar Musikanten mit, sollen wir denen zuhören gehen? Ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir so eine oder andere Stickel hören dürfen. Ich darf mich bei euch nochmal bedanken, aber auch bei den Musikanten, dass ich die Zeit genommen habe, auch den Marienberg in dieser Runde aufzunehmen und wünsche euch alles Gute. Danke, Benni. Fein gewesen und schön gewesen und gut gewesen ist es. Machen jetzt Platzkonzert. Auf geht's jetzt. Freuen wir uns jetzt aufs Platzkonzert.